So, ich hoffe, das ist jetzt vom Sound her laut genug und nicht zu leise. Und ich spreche mal mit Max und dann könnt ihr das sehen. Alles klar bei dir? Ich nutze die Gunst der Stunde und denke nach. Im Kopf? Ich kann dir eben nichts vormachen, was, Radek? Aber mal im Ernst. Ich mache mir gerade Gedanken über das Wort Selbsthilfegruppe. Weil das ist beknackt. Das ist der reinste Widerspruch in sich. Wie zur Hölle kommst du jetzt auf Selbsthilfegruppe? Weil wir nicht mal mit der Kommunikationskeule eine solche anpingen können. Darf man nicht drüber nachdenken. Dann will ich dich bei deiner Gehirnakrobatik nicht weiter stören. So, wir haben. Ach nee, das war nicht. Zurück zum Spiel. Ich muss ja auf den klicken. Wir haben allgemeine Aufgabenbeschreibung. Ich sollte mit Brian reden. Was als nächstes auf dem Plan steht. Vielleicht gibt es etwas, was ich für ihn tun kann. Okay, machen wir das doch. Dann reden wir mal mit Brian. Der war unten, ne? Da ist er nicht mehr. Okay. Ist er wieder da? Jo, da ist er wieder. Boah. Wie sieht's bei dir aus? Rydick, ich bin am Ende. Dann behalt's für dich, wenn du nicht willst, dass Max dir den Rest gibt. Ich habe für all das hier keine Erklärung. Na wunderbar. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, da wäre was. Du könntest mir was besorgen. Ja, und? Was soll ich dir holen? Einen bissfesten Adventskranz oder was? Brian, du solltest unbedingt an deiner Kommunikation arbeiten. Du musst mir schon sagen, was ich dir holen soll. Verstehst du? Okay. Ich brauche einen Laptop. Warum das denn? Du hast doch die große Daddelkiste. Die hat doch nichts abbekommen. Das ist soweit korrekt, aber die Laptop-Festplatte passt da nicht rein, weil die... Stimmt, habe ich vergessen. Was mich an der Stelle noch viel mehr interessiert, woher soll ich denn den Laptop nehmen? Ich selber habe keinen und Max brauche ich nicht zu fragen. Der hat sowas erst recht nicht. Weißt du, was ich meine? Naja, hier gleich um die Ecke gibt's einen Elektronikladen. Die führen auch Laptops. Brian, dir scheint wohl entgangen zu sein, dass hier weit und breit keine Menschenseele ist. Das wird wohl den Kernel-Vertreter ebenfalls betreffen. Wen? Den Computerhändler. Wörter kannst du kennen. Brian, bitte, weiter im Text. Hast du noch eine Idee? Nicht wirklich. Ich meine, was spricht dagegen, uns einen Laptop auszuborgen? Du redest hier von Einbruch. Nee, vergiss es. Das funktioniert nicht, Brian. Es ist aber wahrscheinlich unsere einzige Option. Hallo? E-Mail an den Herrn der Augenringe. Einbruch ist eine Straftat. Ja, und auf eine Straftat folgt eine Strafe. Ich habe keine Lust, in eine Vereinzelungsanlage einzufahren. Die Nummer mit dem Fünf-Finger-Discount, die kannst du alleine durchziehen. Rydek, außer uns dreien ist keiner hier, auch kein Polizist. Vier. Was? Wir sind vier, schon vergessen, die junge Frau? Wegen mir. Also außer uns vier ist keiner weiter hier. Genau das ist es. Was ist mit der Frau? Wir Außer wissen uns nichts über vier sie, ist wer sie ist, was keiner sie macht, hier. einfach nichts. Im Moment jedenfalls schläft sie tief und fest. Außerdem passt Max auf sie auf und wir wissen, dass Max keine Frau aus den Augen lässt. Ja, und was ist, wenn es einen Schlag tut und alle Leute sind auf einmal wieder da? Was dann? Rydek, wenn man dich so reden hört, könnte man denken, ganz New York ist auf einer Rheumadeckenverkaufsveranstaltung. Ich meine, was macht dich so sicher? Mein Gefühl. Dein Gefühl? Ha, was, nicht dein Gefühl, was uns diese ganze Scheiße hier eingebrockt hat? Und als wenn das noch nicht reicht, schickst du mich auch noch ins Verderben aufgrund deiner Gefühlsbewegung? Das ist ja kaum zu glauben. Es ist unsere einzige Chance. Damit du klar siehst, wenn das schief geht, fahre ich nicht alleine ein. Ich nehme mir die Zeit und hol dich ab. Darauf kannst du ruhig wetten. Alles, was du hast. Ja gut, dann klauen wir einen Laptop, ne? Borgen uns den aus. Ich bekomme eine Laptop-Festplatte auch überall rein. So, das heißt, nee. Immer her. Theoretisch müsste da jetzt stehen. Nee, steht nicht. Okay. Ja gut, holen wir uns einen Laptop. Wir können ja jetzt raus. Ach du grüne Neune. Wo sind wir denn hier?
Toll. Paletten, soweit das Auge reicht. Gabelstapler. Kann man hinfahren? Ein alter Gabelstapler. Und wie formschön. Wow. Der Designer entwirft sonst wahrscheinlich Badewannen. Mit so einer Truhe über den Hof zu knattern, kann unter Umständen zum Imageverlust führen. Mann, wenn ich das richtig sehe, ist das sogar noch ein Benziner. Jetzt bin ich mir sicher, der stammt noch aus Napoleons Zeiten. Okay, was haben wir hier noch alles? Kisten. Wir gucken uns ja immer erstmal um. Mal schauen, was das sein könnte. Also ich tippe ja ganz spontan auf eine Holzkiste. Ein Spind? Ein Spind. Die Teile haben wir schon oben im Loft stehen. Wahrscheinlich gab es die im Sonderangebot. Ähnlich wie unser Kotschloss. Und Gerümpel gibt's hier auch genug. Alte Sägeblätter, Nägel, Unterlegscheiben. Ja, was sehe ich denn da? Eine Packung Schrauben. Ha, endlich. Nur leider muss ich die vorher irgendwie reindrehen, damit ich sie wieder rausdrehen kann. Okay. Da können wir rüber. Da kommen wir nicht raus, also können wir nur da weitergehen. Ah, das kennen wir schon. Da haben meine geraucht. Es ist blau und riecht. Und wenn es riecht und dazu noch blau ist, handelt es sich meist um Mülltüten. Jetzt habe ich aber schon mehr dazu gesagt, als eigentlich nötig. Okay. Ein alter Rahmen. Dies war mal eine technische Errungenschaft. Dies muss aber schon eine Weile her sein. Gut zu erkennen an der tollen Beschichtung, welche auch Rost genannt wird. Aber wenn man Brian fragt, erklärt er dir, dass das Teil noch gut ist. Okay, dann gehen wir weiter. Okay. Eine Ampel. Gibt's hier vorne noch was? Nee. Dann erklär mir mal die Ampel, mein junger Padawan. nein, dazu möchte ich nichts anmerken. Die städtische Lichtorgel funktioniert wenigstens noch. So, das heißt, wir können eigentlich nur nach da, ne? Dann nach da. Augerüst. Und da kommen wir her, ne? Ja. Jetzt weiß ich, was hier so klappert und scheppert. Der Gevatter Wind spielt mit der Plane vom Baugerüst. Auch ein sehr schönes Hobby. Früher konnte man hier durch den Fahrstuhl betreten. Mittlerweile haben wir die Türen zugeschweißt, aus Sicherheitsgründen. Immerhin handelt es sich ja hier um das Brian'sche Alcatraz. Was mich nur wundert ist, dass Brian den Schacht noch nicht zugemauert oder mit Beton ausgegossen hat. Ziegelsteine. Sieh dir das an, Steine. Ganz normale, in Rot gehaltene Ziegelsteine. Oh, ein Postkasten. Ein Postbehälter in den berühmten Einheitsfarben Grau oder Schwarz. Es soll ja Leute geben, die behaupten, dass sie von 10 Postbehältern 7 an der Farbe erkennen können. Reife Leistung. Bretter. Okay. Ein ganzer Haufen Bretter. Das soll aber an Baustellen so üblich sein, habe ich gehört. Ja gut, okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen doch da über die Straße, ne? Computer Store. Okay, erstmal gucken. Ladenschild. Ich bin mir nicht sicher, aber das Ladenschild scheint noch vom Vorgänger zu sein. Aber wen interessiert das? Hier ist der Elektroladen, den Brian meint. Hydrant? Naja, Hydranten. Warum diese eigentlich vom Hersteller aus lackiert werden? Tja, stell die Dinger einfach auf und warte eine Weile. Das klärt sich dann ganz von selbst. Wie bei diesem hier zum Beispiel. Entweder ist das das Modell Regenbogen oder der Lack von etlichen Autos. War nicht schlecht. Karton. Okay, gehen wir noch dahin. Ein ganz normaler Karton. Und mit Sicherheit auch nicht der letzte, den ich sehen werde. Nicht? Warum ist er sich so sicher? Ah.
Gut, dann müssen wir irgendwie rein, ne? Mal sehen, es könnten handelsübliche Sicherheitsschlösser sein. Ja genau, wenn es mir gelingt, die Schlösser zu öffnen, könnte ich theoretisch das Gitter nach oben schieben. Kommen wir zur Praxis. Wie bekomme ich die Schlösser auf ohne Schlüssel? Dass diese rein zufällig hier irgendwo herumliegen, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Fakt ist, ich muss da rein. Probier's doch mal. Natürlich, für Instant-Einbrecher wie mich hat der Hersteller extra Schrauben angebracht. Zum Schloss aufschrauben, schon klar. Okay. Ich sehe das. Mit dem Messer natürlich. In der Zeit habe ich die Dinger eher durchgebissen. Ja gut, dann Ziegelsteine. Nehmen wir einen mit? Ja, ja, hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, was? Och, kannst du keinen mitnehmen? Ah. Ich hätte draufgeschlagen. Aufgabe? Ist immer noch das, okay. Gut, wie kriegen wir die Schlösser auf? Das sind 3 Stück. Wir haben... Ja, mit der Zange dann auch nicht. Das dabei. Hier hatten wir nichts mehr dabei, ne? Okay. Da können wir auch nicht weiter... Da war nichts drin. Ist das ein Ladenschild? Ah, wir müssen jetzt aber nicht erst ganz zurück, oder? Ah, komm. So was. Nein. Okay, wir müssen erst ganz zurück. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Okay, dann geht's noch mal rein. Ein Sägeblatt. Warum so kompliziert? Recht und Dietrich. So, dann ab nach oben. Ich würde ja gerne wissen wollen, wann die Frau aufwacht, ne? Ich hätte da mal ein Problem anzumelden. Und wie genau klingt es ausformuliert? Ich soll für Brian einen Laptop besorgen beim Computerladen um die Ecke. Nun soll ich den quasi ausborgen. Weißt du, was ich meine? Ich werd verrückt. Rydek als Kleptoman. Könntest du dich bitte wieder einkriegen und mir noch einen Moment deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken? Natürlich. Entschuldige bitte. Ja, die Bude ist aber vergittert und mit 3 fetten Schlössern versehen, welche sich mit Anbeten und gut Zureden nicht öffnen lassen. Ja, vor dem Problem stehen alle mal. Aufsägen. Das Zauberwort heißt Aufsägen. Okay. Mit was? Mit Zahnseide? Ich glaube, unten in der Loftvorhalle irgendwann mal ein Sägeblatt gesehen zu haben. Das sollte gehen. Du meinst ganz unten in der Lagerhalle? Korrekt. Okay, wir sehen uns dann. Danke für die Warnung. Okay. Das Geile ist, das Sägeblatt habe ich doch eben schon mal gesehen. Gut. Also wir brauchen immer erst den Hinweis darauf, damit wir es auch benutzen können. Klingt ja logisch, weil sonst wissen wir es ja vielleicht nicht, dass wir es benutzen können. Geh mal runter da, genau. Ganz chillig, ganz locker. Wir haben Zeit. Jetzt mach hin! Nein. So, Lagervorhalle. Dann gehen wir zum Spind. Oh, dieses Tropfen, ne?
Also das neueste Sägeblatt ist das ja nicht. Auf dem Ding kannst du ja reiten. Egal, was soll's. Immer noch besser, als die Schlösser mit dem Messer zu bearbeiten. Okay. Sando. Nur mit dem kleinen Sägeblatt da. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Ach, wie war denn das nochmal? Hatten wir das da? Okay. Ein Sägeblatt. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein Anfang. Ich meine, das Sägeblatt ist zwar nicht das Schärfste, aber um sich die Hände damit kaputt zu machen, reicht es völlig aus. Ich brauche irgendwas, um meine Hände zu schützen. Nein. Really? Das heißt nochmal zurück. hatten wir hier... Ach komm, wir reden erst mit den beiden. Das ist immer leichter. So, hast du Handschuhe da? Du ein? Jetzt nicht. Okay, jetzt nicht. Dann nicht. Dann reden wir doch oben mit Max. Hat er auch irgendwo Handschuhe gesehen? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Das war jetzt ein langer Satz. Okay, was nehmen wir, um unsere Hände da zu schützen? Haben wir irgendwas gesehen gehabt? Jetzt muss ich mich an Dienstag erinnern. Kanten wir hoch. War unten noch was? Hier haben wir den Lüfter. Nee. Hatten wir hier noch was? Komm, guck noch mal in die Schublade. Hochinteressant. Hallo, Taschenlampe. Guckst den Spind? Vielleicht liegt da noch was rum. Der wird aber nicht allen Ernstes den Pestlumpen auch noch anziehen wollen. Und wenn, ich box mir ja nur kurz mal aus. Ah. Okay. Ich hab schon was. Ich hab schon was jetzt schon. Ich box mir ja nochmal aus. Naja. Ist dann halt so. Einfach ein T-Shirt rum. Ja, gut. Okay. Kriegen wir hin. So. Gleich mal weiter. Ich weiß sowieso nicht, warum der sich nicht einfach den Gabelstapler nimmt und reinfährt. So, dann probieren wir's. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Ich bin ja froh, dass ich wieder den leichten Job abbekommen habe. Kaum vorzustellen, ich stände jetzt mitten im Regen und müsste mit einem Sägeblatt so scharf wie eine Kehrschaufel Schlösser aufsägen. Hat er nicht gerade gesagt, das kann eine Weile dauern? Okay. Wer hier keine Meise kriegt, der muss schon eine haben. Ganz klare Sache. Das ging aber schnell. Junge, du wirst besser. Eins noch, ich würde sonst was dafür geben, wenn ich das schon hinter mir hätte. Hauptsache, die anderen sitzen schön mit ihrem Pops im Trocknen.
Mann, da darf ich ja nicht drüber nachdenken, sonst bekomme ich noch schlechte Laune. Mir ist ganz schön unwohl bei der Sache. Hoffentlich ist die Stadt wirklich menschenleer. Wenn mich einer jetzt sieht, bin ich geliefert. Was soll's. Hoch mit dem Gitter. Juhu. Ein Schaufenster und zum Erstaunen aller auch noch aus Glas. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Den Satz habe ich schon öfters gehört, nur im anderen Zusammenhang. Okay. Dann nehmen wir jetzt den Backstein. Ziegelstein. Ein Ziegelstein. Na, liegt gut in der Hand. Ja, dann wollen wir mal. Den will ich mir jetzt aber mal angucken. Wir haben Max T-Shirt. Das ist grün. Team Grün. Hey. Wir haben den Ziegelstein. Der sieht interessant aus. Trinken kann man das nicht, ne? Schade. Und wir haben das Sägeblatt, das kennen wir ja schon. So, dann. Glasscheibe oder Schaufensterscheibe? Ich gehe lieber durch die Tür. Der Besitzer wird mir hoffentlich verzeihen. Was ist denn los? Von der Alarmanlage hat Brian nichts gesagt. Hat er bestimmt wieder vergessen zu erwähnen. Also ich fange langsam an, das persönlich zu nehmen. Und kann hier mal einer das gottverdammte Gebimmel abstellen? Ich würde da gerne rein. Warum muss ich jetzt alle einwerfen? Dann nehme ich mir noch einen Ziegelstein. Wir können von Glück reden, dass der Elektroladen kein Glaspalast ist. Sonst würden mir am Ende noch die Steine ausgehen. War ein Scherz. Ja, habe ich mir auch gedacht jetzt gerade. Ich dachte eigentlich, der packt da durch und macht die Klinke runter oder so. Aber, ja. Das wird jetzt einen ganz schönen Schlag tun. Oh, das Gebimmel ist abgestellt. Doch nicht. Alter Schwede. Ganz schön laut, so eine Schaufensterscheibe, wenn man die nicht vorschriftsmäßig behandelt. Na wunderbar. Höllisch aufpassen ist jetzt angesagt, wegen der Glasscherben. Und wieso habe ich eigentlich nicht mal eine Taschenlampe? Ich kann so nicht arbeiten. Das stimmt. So, in der Dunkelheit. Ich sehe irgendwas. Ach, blitz doch nochmal, ich sehe nichts. Blitz nochmal. Okay, ich habe trotzdem nichts gesehen. Hier ist halt nirgendwo was. Das Lied ist gut, ja. Nee, damit gehe ich wieder raus, ne? Da hinten ist doch irgendwo ein Lichtschalter, oder?
Ah, da. Eigentlich schickt sich das nicht, als Einbrecher Licht anzumachen. Da ich aber nicht einmal eine Taschenlampe habe, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich habe keine Lust, hier noch eine Ganzkörperbodenvermessung durchzuführen, weil ich in der Dunkelheit nicht sehe, wo ich hintrete. Außerdem borge ich mir ja den Laptop nur mal aus. Also bin ich kein Einbrecher, sondern Ausborger. Wollte das nur noch mal gesagt haben. Ich bin ein Borger. Kennt ihr den, kennt ihr das? Kasse. Erstmal will ich gucken. Kann man hier nicht irgendwo die Alarmanlage ausmachen? Hier geht's wahrscheinlich Richtung Büro oder Privatraum. Wie auch immer. Die Tür ist verschlossen. Das soll auch so bleiben. Für meinen Geschmack habe ich hier schon genug Schaden angerichtet. Irgendwie fühle ich mich ja auch nicht richtig wohl. Ich sollte mich beeilen, dass ich hier rauskomme. Okay. Kasse? An der Kasse vergreife ich mich jetzt nicht. Irgendwann muss auch mal wieder gut sein. Wenn das so weitergeht, kann ich anschließend eine einwöchige Tagesreise zum nächsten Beichtstuhl machen mit Vollpension. Kartenlesegerät. Ein Kartenlesegerät? Was mich verwundert ist, dass wir bei uns im Loft sowas noch nicht haben. Ich empfehle Kotschloss gekoppelt mit Kartenlesegerät. Da kann noch mehr kaputt gehen. Da wäre der Laptop. Computergehäuse. Okay, hier haben wir jede Menge Gehäuse. Selbst mit einem nicht geschulten Auge ist unschwer zu erkennen, dass die Gehäuse leer sind. Quasi hohl. Damit fallen die schon mal raus. Dann nimm den Laptop. Ein Laptop. Und wie es aussieht, ist das hier auch der einzige. Ja, dann nehmen wir noch mit. Laptop ist zwar nicht gleich Laptop, aber wie es aussieht, scheint der hier nicht unbedingt von schlechten Eltern zu sein. Und Brian, seine alte Truhe, war auch nicht mehr die jüngste. Man munkelt, sein Vorgängermodell war noch von innen begehbar. Juhu, Laptop. So, haben wir hier noch was? Nee, ne? Ausschalten können wir die Alarmanlage auch nicht. Dann gehen wir mal lieber. Gehen wir gleich weiter. Na, gehen wir zum Wein. Der braucht den Nappy. Ja. So. Ich würde gerne wissen, wo die ganzen anderen sind. Das geht ja gar nicht. So, Brian, hier ist dein Schleppi. Ich hoffe, du kannst was mit dem Teil anfangen und komme jetzt nicht mit irgendwelchen Sonderwünschen. Prima. Ich werde die Festplatte gleich mal einbauen. Hoffentlich funktioniert sie noch. Ich will davon nichts wissen, Brian. Ach ja. Ich möchte euch Turteltauben nur ungern stören, aber wir brauchen was zu essen. Oben im Kühlschrank müsste was sein. Würdest du mir in deiner königlichen Güte verraten, wann du da das letzte Mal einen Blick reingeschmissen hast? War das schon in diesem Leben oder in deinem früheren? Der Mafia-Lappen organisiert sich gerade zu einem neuen Clan und die Würfelkuh fungiert als Geruchsspender der besonderen Art. Max, meinst du nicht, wir haben im Moment ein wichtigeres Problem? Natürlich! Brian bei der Arbeit zuzugaffen und immer wie bekloppt zu applaudieren, wenn mal was geklappt hat. Weißt du eigentlich, warum Brian keine Familie hat? Hä? Ich kann's dir sagen. Weil nicht viele Menschen zugeben würden, mit ihm verwandt zu sein. Darum. Okay, nehmen wir mal theoretisch an, wir brauchen wirklich was zu beißen. Wo deiner Meinung nach bekommt man was zu essen her, wenn alles zu hat und kein Mensch da ist? Rein theoretisch meine ich jetzt nur. Von der Tanke. Ach, und du meinst, die hat offen oder was? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber wie ich dich kenne, lässt du dir mit Sicherheit was einfallen. Ich werde mal hoch zu unserer Uschi düsen und weiter Babysitter spielen. Na wunderbar. Bleibt mal wieder alles an mir hängen, stimmt's, Brian? Woher weiß Max eigentlich den Namen der Frau? Wie kommst du denn darauf, dass er den weiß? Uschi. Was? Er nannte sie Uschi. Brian. Uschi ist ein Synonym und das steht für heißer Feger. Oder noch anders ausgedrückt extra für dich, es steht für eine gut aussehende junge Frau. Kapiert? Ja, er hat einfach das M davor. Hier, hör mal, wegen der Tanke. Gehe ich recht in der Annahme, dass du zurzeit sehr viel zu tun hast, also quasi unabkömmlich bist und ich allein in das Scheißwetter raus muss? Tut mir echt leid, Rydek. Du weißt doch, die Analyse. Echt toll. Wenn ich es nicht genau wüsste, würde ich denken, ich habe eine Tätowierung auf dem Rücken, wo drauf steht, macht mich fertig. Wenn das alle täten, was sie mich mal können, dann käme ich hier nie mehr zum Sitzen.
Ja, wir haben gestern schon sehr viel über Katzen gesprochen. Das ist richtig. So, dann, ja, gehen wir mal einkaufen. Immer dieses Ausborgen von Sachen hier. Ich glaube, ich werde wirklich zum Borger. Ja, Matt, ne? Dein Clip von gestern. Okay, Tankstelle da lang oder da lang? Ich denke mal, ich komme da jetzt weiter. Ja. Ah, ein Auto. Nehmen doch. Ach, neben den LKW, da kriegst du genug rein. Ganz schön gruselig eigentlich. Was zum Anklicken, nur der Weg. Tankstelle. Hey, Zapfsäule. Die gute alte Zapfsäule. Ich kannte mal einen, der wollte mit dem Rauchen aufhören und hat seine letzte Zigarette an der Zapfsäule ausgedrückt. Kann man machen, muss man aber nicht. Der hat dann mit dem Rauchen aufgehört, ja. Ein Satz alter Latschen. Tja, die sind schon ganz schön rum. Selbst wenn die Reifen jetzt neu wären, was sie nicht sind, helfen die nicht wirklich weiter. Das ist richtig. Ach, guck mal. Altölfass. Das ist ein Fass. Er wird immer gern verwechselt mit einer Tonne. Ist aber keine. Eine Tonne ist um die 1,70 groß und vorne so hinten wie hoch. Und wenn sie umfällt, verliert sie nicht an Höhe. Ach ja, und sie ruft immer deinen Namen. Meist gekoppelt mit einem Befehl hinten dran. Das ist richtig. Genau, ein Getränkeautomat. Das Dumme ist nur, ich soll was zu essen holen. Aber hier gibt's hübsche Wässerchen mit Vitamin A und dort B, Doppel C und E. Das hält's im Kopf nicht aus. Hier kannst du das ganze Alphabet hoch und runter saufen. Unglaublich. Tankstellentür. Hier hat der Architekt das Loch gelassen für den öffentlichen Einstieg, kurz Tür genannt. Und sie ist, wie sollte es auch anders sein, extrem gesichert. Schlimmer noch, hier gibt's nicht mal Schlösser. Was mich an der Stelle beunruhigt, wie der Betreiber von den Tankanzeigeguckern in seinen eigenen Laden reinkommt. Das ist die einzigste Tür weit und breit hier. Hat er sich etwa einen Tunnel gegraben oder was? Von hinten. Tankstellenfenster. Von der Bauform her müsste es sich hier um Fenster handeln. Optisch jedoch ist es mit Metall verrammelt. Mein Gott, erwarten hier den Angriff der Klonkrieger? Mir sollte schleunigst was einfallen. Mit meinem Multitool komme ich hier keinen Meter weiter. Alles ist verrammelt und gesichert. Natürlich, das Schwächste an der Hütte ist das Mauerwerk. Ein Fachmann würde jetzt sagen, wir brauchen schweres Gerät in Form eines LKW-Transporters oder so. Okay, lassen wir es krachen. Nee, du willst da jetzt nicht wirklich reinfahren, oder? Gibt doch einen anderen Weg. Okay. Gibt vielleicht doch keinen anderen Weg? Nee, du wirst doch jetzt nicht zurücklatschen.